Die Hinterradbremse beim Motorradfahren auf der Rennstrecke, ein riesen umstrittenes Thema. Ich habe auch schon ein Video dazu gemacht, aber heute gehen wir mal auf ein paar genaue Dinge ein, warum und wieso man sie verwenden oder auch nicht verwenden sollte, in welchen Situationen sie eine Berechtigung hat, in welchen nicht. Ich denke, das ist ein spannendes Thema, da gibt es viel Diskussionsbedarf. Bleibt dran, bis gleich. Die Meinungen gingen hier ziemlich auseinander, was ich in den Kommentaren gesehen habe, und man sollte das Ganze so ein bisschen unterpolstern oder untermauern mit ein paar Fakten, mit ein paar wichtigen Informationen zu der Physik des Motorrads. Ich bin eigentlich darauf aufmerksam geworden, weil so ein Mitbewerber von mir ganz klar zu euch sagt oder auch zu seinen Schülern sagt, benutzt die Hinterradbremse auf der Rennstrecke. Die Profis machen das doch auch. Ich komme mal dazu, wo die Hinterradbremse absolute Berechtigung hat, und die hat sie zum Beispiel, wenn du auf der Straße fährst, an einer Ampel irgendwo ranfährst, abbiegst, um eine enge Ecke rumfahren musst, und dann kannst du die Hinterradbremse beim Ziehen oder beim Gas leicht anlegen, ein bisschen betätigen, um das Motorrad in langsamen Geschwindigkeiten sehr stabil, aber auch wiederum trotzdem Agilität beizubehalten machen. Also das ist tatsächlich möglich, auch wenn ich mit dem Rennmotorrad kurz durchs Fahrerlager fahre, weil ich irgendwie hinten beim Fahrerlager reinkomme und durch irgendwie ein, zwei Autos, die parken, durchjonglieren muss, dann nutze ich tatsächlich auch gerne die Hinterradbremse, um das Motorrad bei so 5 bis 10 km/h sehr stabil zu machen und trotzdem im Gas bleiben zu können und um keine Lastwechsel zwischen Gas zu und Gas auf zu haben, nutze ich die Hinterradbremse tatsächlich. Dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, wenn ich mal ein Versagen von der Vorderradbremse habe, dann habe ich immer noch eine Hinterradbremse, dazu aber gleich mehr. Wir müssen wirklich spezifisch unterteilen zwischen Straße und Rennstrecke. Auf der Straße hat die Hinterradbremse durchaus viel Vorteil, viel Nutzen und auch nicht nur aus dem Grund, dass es das Motorrad sehr stabil macht, sondern auch aus dem anderen Grund, weil wir auf der Landstraße nicht so viel Motorbremse haben wie auf der Rennstrecke. Warum haben wir auf der Landstraße weniger Motorbremse? Na, ganz klar. Auf der Landstraße fahren wir seltenst in den oberen Drehzahlbereichen und haben somit nicht unsere maximale Motorbremse des Motorrads. Das heißt, wir sind im niedrigeren Drehzahlbereich, und im niedrigeren Drehzahlbereich ist die Motorbremse nicht so stark wie im oberen Drehzahlbereich. Deswegen macht die Hinterradbremse auf der Landstraße durchaus einen Sinn in manchen Fahrsituationen. Es ist natürlich so, dass auf der Rennstrecke gibt es viele, viele Faktoren, die wir lernen müssen. Viele Koordinationsabläufe zwischen Bremse, zwischen Kupplung, Gas, Körperhaltung, Umsetzen, Fußstellung, Blickführung, Geschwindigkeitsablauf, Geschwindigkeit erfassen im Auge. Das sind viele Faktoren, die im Kopf einiges an Rolle für uns spielen und die schon einigermaßen Übung brauchen, um die ganzen Abläufe auch zu können. Die Hinterradbremse tut uns im normalen, im originalen Bedienelement, wie es ist, über die Fußbremse quasi, ein bisschen gegen das arbeiten, was wir eigentlich mit den Füßen machen sollen, was wir mit der Körperhaltung machen sollen, und es kommt dazu, es ist ein gigantischer Koordinationsablauf zusätzlich. Mit der Motocross im Schotter, im Gelände sieht die Sache ganz anders aus, da fahren wir auch anders, da machen wir kein Hanging-Off, sondern da drücken wir das Motorrad. Da ist es viel einfacher, die Hinterradbremse zu bedienen, da bediene ich sie natürlich auch. An jedem Eingang der Kurve stelle ich das Motorrad mit der Hinterradbremse da quer. Auf der Rennstrecke ist es anders. Ich muss mich positionieren, ich muss mich für die Kurve vorbereiten, und da kommt mir einfach dieses Fußpedal nicht wirklich in positiven Effekt, sondern eigentlich eher negativ, weil ich müsste dann mein Bein anders stellen, als ich es eigentlich gerne möchte. Und deswegen ist auch der Grund, warum die ganzen Profis dann die Daumenbremse oder noch einen zusätzlichen Hebel, Bremshebel, der entweder so oder so steht, sieht man bei der Superbike-WM, haben. Und das Ganze natürlich auch dazu, weil sie vermutlicherweise mit der Hand einfach viel mehr Gefühl haben als wie mit dem Fuß.
Sondern es kommen natürlich die Argumente, ja, die Hinterradbremse macht das Motorrad sehr stabil und das ist auch richtig, das Motorrad wird dadurch reingedrückt, das Motorrad wird länger, das Motorrad wird stabiler und ist trotzdem noch agil und das ist auch ein schöner Effekt. Es ist aber so, ich habe vorher schon angesprochen, das Thema Motorbremse, auf das ich mich sehr stark verlasse. Die Motorbremse ist extrem dosierbar, habe ich auch schon in mehreren Videos gesagt. Die Motorbremse hat den Vorteil, dass sie mir das Hinterrad eigentlich nicht komplett blockieren kann. Vorausgesetzt, ich habe eine Anti-Hopping-Kupplung, dann zieht das Motorrad trotzdem schön lang, setzt sich rein und das ist der gleiche Effekt wie mit der Hinterradbremse, nur dass ich nicht in der Lage bin oder nur, dass es nicht so leicht passiert, dass das Hinterrad blockiert. Na klar, wenn ich zwei Gänge zu viel runterschalte, dann wird das Hinterrad trotzdem irgendwann stehen bleiben und ich stehe quer. Aber das Ganze ist viel einfacher zu dosieren als mit der Hinterradbremse. Sondern habe ich das Argument auch gebracht, dass die Hinterradbremse relativ wenig Wirkung aufzeigen kann, wenn man richtig hart auf der Rennstrecke verzögert, dann taucht das Motorrad vorne sowieso stark ein, hinten entlastet es sich, hinten ist sehr wenig Auflagefläche, teilweise ist das Hinterrad sogar so ein bisschen in der Luft, springt so ein bisschen über den Boden und hat somit einfach wenig Kontakt zum Boden, das heißt die Bremswirkung ist hinten sowieso gering. Und jetzt, wenn wir uns mal die Fakten und die Daten anschauen, und da haben wir unser berühmtes 2D-Data-Recording, das mir aus meinen Rennstreckenrunden zeigt, ich nutze keine Hinterradbremse, ich schwöre es euch, dass zum Beispiel hier an dieser Stelle die Hinterradgeschwindigkeit beim Anbremsen deutlich geringer ist als das Vorderrad. Das heißt, das Hinterrad ist schon langsamer, das Hinterrad ist quasi schon ein bisschen so am Sliden beim Runterschalten. Achten wir hier auf die Drehzahl im Verhältnis zu der Raddrehzahl, also die Motordrehzahl im Verhältnis zu der Raddrehzahl. Und da sieht man schon, dass die Motorbremse hier richtig krass stark zieht und das Motorrad schon in einen leichten Driftwinkel bringt. So, jetzt ist die Frage, was würde passieren, wenn ich jetzt noch die Hinterradbremse benutzen würde? Na klar, relativ simpel, das Hinterrad würde mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit stehen bleiben und würde das Motorrad in einen noch stärkeren Driftwinkel stellen, was vielleicht für einen richtig krassen Profifahrer oder für einen brutal schnellen Hobbyfahrer, der sehr gut fahren kann und auch sehr gut das Motorrad bewegen und fühlen kann, noch was bringen würde, weil erstens, er könnte noch ein bisschen später bremsen, weil die Verzögerung wäre tendenziell einen Tacken mehr, ja, das ist so, aber und er würde das Motorrad schon eher in die richtige Richtung stellen. Das heißt, er würde am Eingang der Kurve schon Richtung machen, in die Richtung, wo er möchte und hätte somit weniger Kurve zu fahren. Das Ganze ist aber sehr, sehr schwierig und kommt aber auch erst in den oberen Bereichen der Rundenzeiten. Und ich kann euch nur aus eigener Erfahrung empfehlen, ich kenne viele, viele schnelle Fahrer und ich bin jetzt auch nicht der Langsamste. Ich kenne Fahrer, die fahren 205 im Brünnen und nutzen keine Hinterradbremse und ich bin 207 gefahren und habe auch meine Hinterradbremse noch nie benutzt beim Fahren, eben aus genannten Gründen. So, bei den ganzen Profifahrern, bei der Superbike WM, bei der IDM, bei der MotoGP sowieso. Man muss jetzt auch die Superbike WM und die MotoGP ein bisschen abgrenzen. Das sind auch ganz andere Motorräder, die haben auch ganz andere Voraussetzungen und da hebt so ein Hinterrad auch erst viel später ab in der Bremsneigung nach vorne als wie bei unseren Stockbikes, Straßenbikes etc. Das heißt, er ist einfach auch eine ganz andere Voraussetzung und deswegen haben die auch allein von der Geometrie und von der Physik her viel mehr Möglichkeiten, das Hinterrad mitbremsen zu lassen. Und deswegen ist es da auch sehr wichtig, wenn MotoGP-Fahrer keine Hinterradbremse hätte, dann würde der an Rundenzeit definitiv verlieren. Das heißt aber nicht, dass er deswegen 10 Sekunden langsamer fahren würde, sondern er würde halt irgendwie 2-3 Sekunden langsamer fahren. Eine Zeit, wo wir samt der Hinterradbremse nicht hinkommen, selbst wenn wir sie richtig bedienen können. Von dem her ist es so, dass die Hinterradbremse für den Straßenbetrieb unverzichtbar ist, meiner Meinung nach, in gewissen Fahrsituationen, Stop and Go, macht es einfach viel, viel Ruhe rein ins Motorrad, aber auf der Rennstrecke die Motorbremse für mich viel, viel wichtiger ist. Vor allem hat die Motorbremse auch diesen schönen Vorteil, dass sie bei, wie vorher schon angesprochen, dass sie bei hohen Drehzahlen mehr Verzögerung hat, als wie bei niedrigen Drehzahlen. Und die Drehzahl, wenn wir jetzt nochmal hier ins Satellite-Recording schauen, die ist ja bis zum Scheitelpunkt abfallend und am Anfang ist sie sehr hoch, wenn ich die Gänge runterschalte, also bang, 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 ist immer sehr hohe Drehzahl, das heißt, es greift viel Motorbremse. Und wenn ich dann in dem letzt angekommenen Gang bin, in dem ich meinen Kurveneingang machen möchte,
dann ist die Drehzahl abfallen und somit nimmt auch die Motorbremse ab und das Motorrad wird ruhiger, was unter anderem auf mein Balanceverhältnis ins Motorrad eingeht. Und das Balanceverhältnis ist ein anderes Thema, hat damit jetzt nichts zu tun, aber das sollte man sich auf jeden Fall in Kombination betrachten, dass so eine Hinterradbremse immer einen Einfluss auf die Balance des Mopeds hat. So, und wenn dann der Scheitelpunkt erreicht ist, dann habe ich so gut wie überhaupt keine Motorbremse mehr, weil dann bin ich in der Drehzahl so niedrig schon, und wenn die Motorbremse gut abgestimmt ist, wie bei meiner Yamaha zum Beispiel, ist wirklich sehr, sehr gut abgestimmt, da ist dann am Scheitelpunkt bei 8.000 bis 9.000 Drehungen mit geschlossenem Gas fast keine Motorbremse mehr da, aber vorher eben schon. Und das ist auch entscheidend, wenn man zum Beispiel bei manchen IDM-Fahrern, bei Dominik Schmidt, da hat man das Beispiel gelesen, die haben in Hockenheim getestet und dann hat er gesagt, sie haben eigentlich nur noch an der Motorbremse verstellt. Das heißt so viel wie, sie sagen nicht Motorbremse mehr oder weniger, sondern sie sagen, ich möchte bei der und bei der Drehzahl mehr Motorbremse haben in dem Gang und weniger Motorbremse bei der und der Drehzahl in dem Gang. Das heißt, es gibt auch so schnelle Kurven, da wo im fünften Gang Shuttle Speed 200 km/h, da möchte ich nicht so viel Motorbremse haben, weil die sticht mir das Motorrad ab. Sticht ab heißt so viel wie, es verlangsamt mir unnötig das Motorrad am Scheitelpunkt. Und so können die das einstellen. Und deswegen ist die Motorbremse viel, viel entscheidender und viel wichtiger als die Hinterradbremse. Vor allem bei uns Hobbyfahrern. Und ich möchte einen ganz großen Appell an Leute, die so an den typischen Mittelklasse-Hobby-Rennstreckenfahrer, und das ist auch der Fahrer, denke ich, die ich oder ihr meistens seid, ne, von Einsteiger bis schnell, das ist so die Zielgruppe, die ich anspreche, und da möchte ich einfach behaupten, und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die Motorbremse, dass die Hinterradbremse, entschuldige, viel mehr Arbeit und viel mehr unnötige Arbeit mit hineinbringt, als an der Rundenzeit zu arbeiten, an der Sicherheit zu arbeiten. Ich treffe Leute, die fahren 2,25 im Brünn und sagen, ja, heute arbeite ich mit der Hinterradbremse, und ich denke mir, what? Ich denke, wenn du 2,25 im Brünn fährst, ganz unwertfrei, dann hast du noch ganz andere Probleme als wie die Hinterradbremse. Wenn du dann einmal 2,5 fährst und versuchst auf 2,3 zu kommen, dann wirst du wahrscheinlich versuchen müssen, später zu bremsen müssen, das Moped gerader stellen oder vorn höher als wie hinten, um noch härter und noch später zu bremsen, um noch mehr Reserve dann hinten zu haben und hinten mehr mitbremsen zu können und so. Aber das geht so weit in die Geometrie. Aber euch muss klar sein, dass ein Moped, das so hingestellt ist, damit es auf der Hinterradbremse gut funktioniert, wahrscheinlich der ein oder andere Hobbyfahrer nicht um den Radius kriegt, weil er nicht so hart, so spät, so tief in die Kurve bremsen würde und sich das ja gar nicht trauen würde. Das wäre gar nicht möglich. Also das Moped muss immer mit dem Fahrer, mit dem Level des Fahrers wachsen. Und da komme ich auch zu dem nächsten Punkt. Es gibt Profifahrer, die Coaches sind, die einen YouTube-Kanal haben, und das lernen. Und ich denke, für einen Profi, natürlich will ich dem gar nichts wegtun, aber ein Profi hat kennt unsere Probleme als Hobbyfahrer überhaupt nicht, weil er die Probleme noch nie hatte. Er hatte sie nicht, weil er von Anfang an es intuitiv gelernt hat, weil er als dreijähriger Junge auf einem Pitbike gesessen ist, auf einem Pocketbike, 300er, 125er gefahren ist, alles gefahren ist. Der hat immer intuitiv alles richtig gemacht. Der kennt unsere Probleme nicht, wenn wir als halbwegs Erwachsener das erste Mal auf die Rennstrecke gehen und dann so ein Riesenteil an Probleme haben, das wird ein Profifahrer nicht kennen. Und deswegen ist es auch sehr schwierig, dass ein Profifahrer diese Anleitung geben kann, die Hinterradbremse zu benutzen, weil er benutzt sie einfach, weil er es schon immer richtig gemacht hat. Und wir haben einfach so ein Bunch of Probleme, da wo die Hinterradbremse so ein kleines i-Tüpfelchen hinten irgendwo auf dem i ist, das wo noch gar nicht so relevant ist. Zu guter Letzt gibt es noch eine Möglichkeit, die habe ich auch schon ein paar Mal gehört, dass manche Fahrer beim Beschleunigen am Scheitelpunkt das Motorrad über die Hinterradbremse schon mal lang ziehen und schon mal Grip aufbauen, die Kette stramm ziehen. Das ist in der Physik richtig. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass ich das nicht brauche, weil ich da noch so viele andere Baustellen habe, die ich an mir verbessern kann, wo ich mit weniger Gefahr Rundenzeit gut machen kann, auf Deutsch gesagt. Und man muss immer schauen, wo sind die Prioritäten. Wenn du, sage ich jetzt mal, an 8 von 10 Stellen der Rennstrecke schon bei 80% des Möglichen bist
und bei zwei Teilen der Rennstrecke nur 50% des Möglichen bist, dann macht es keinen Sinn, an den Stellen zu arbeiten, wo du eh schon das 80%ige ausschöpft, sondern dann macht es Sinn, da auszuschöpfen, wo noch viel Reserve ist. Und das heißt somit wieder, viel Reserve heißt im Endeffekt viel Rundenzeit mit wenig Sturzrisiko. Und das ist so, ich will erstmal alles auf ein Level bringen. Und wenn ich überall, ich sage immer, wenn ich überall den Reifen zu 80-90% nutzen würde, überall auf jedem Teil der Strecke, dann bin ich so schnell, dann kann ich mich dann um solche Dinge wie mit hinterer Bremse beschäftigen. Ich nehme sie nicht her, außer im Fahrerlager. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, gebt mir gerne einen Daumen hoch, schreibt gerne eure Meinung über die Hinterradbremse in die Kommentare. Ich freue mich, bis zum nächsten Mal, abonniert den Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Bis dahin und ciao.